Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Total War Rome mit den Brutii. Beim letzten Mal habe ich euch ja gesagt, ich will noch mir mehr Gedanken machen über diese Sache. Die Karthager sind mit einem kleinen Schiff, mit einer Bireme gekommen. Aber mit einer riesigen Armee. Und das ist halt wieder an unseren Grenzen. Und ich muss gestehen, es ist, selbst wenn sie uns nicht angreifen, das Risiko ist zu hoch. Wenn sie da mit einer vollen Armee landen, hat Kroton und Tarentum keine Chance. Das sind unsere wichtigsten Einnahmequellen und Hauptstädte. Deswegen werde ich jetzt mit meiner Flotte da angreifen. Bereit zum Kampf! Oh, ich hoffe, wir gewinnen. Nö, wir hatten eine normale Niederlage. Was natürlich unangenehm ist. Aber wisst ihr was? Das ist kein Problem. Ich greife einfach mit einem meiner zwei Schiffe nochmal an. Und vernichte sie. So. So nämlich. Und so sind sie gesunken und die karthagische Armee wurde vernichtet. Kroton und Tarentum wurden gerettet. Der Tag ist gerettet. Gut. Jetzt haben wir natürlich Karthago als Feind, aber die hätten uns sowieso angegriffen. Ich bin mir so sicher, dass die da irgendwie das angreifen wollten. Das, ja, den kann man einfach nicht vertrauen. So, unser Spion läuft hier noch weiter. Unser Diplomat ebenso. Was waren denn das für Hochzeitsfeierlichkeiten? Ich weiß es nicht. Unsere Flotte wird angegriffen. Ah, nein. Jetzt greifen die uns an und ich kann mich nicht zurückziehen. Kampf abbrechen. Normale Niederlage. So viel zu unserer Blockade, die wir machen wollten, um diese Mission zu schaffen, die uns der Senat gegeben hat. Ah, das ist wieder eine makedonische Flotte, nicht wahr? Warte mal, aber wir haben doch jetzt die... Ah, was? Die Senatsmission war trotzdem erfolgreich? Ach. Aha. Senat ist einfach dankbar. Okay. Stadt wächst. Mediolanum. Da bauen wir doch schon mal den Palast des Prokonsuls. Oder eine Hauptstraße. Oh, ich baue erstmal eine Hauptstraße. Wir haben einen gallischen Agenten hier entdeckt. Spanier, Julia, Waffenstillstand, Tarentum geht der Tod um. Dann haben wir bald öffentliche Bäder. In Kroton läuft es auch gerade nicht ganz so super. So. Wir haben eine neue Senatsmission bekommen. Hafenblockade in Rhodos. Oh Gott, Rhodos ist so süß. Das könnten wir dann natürlich auch erobern. Wobei, oh, die haben da einiges an Flotten. Da brauchen wir erstmal wieder eine stärkere Flotte tatsächlich. So, verbinden wir mal hier die Truppen. So. Wo ist mein anderes Schiff? Hier. Oh nein, ich komme da nicht rechtzeitig hin. Geh mal extra ein bisschen außer Reichweite dieser makedonischen Flotte. Und das verbessern wir schon. Ich werde einfach noch eine Birime mal rekrutieren. Nein, Kroton könnte man auch einfach die Steuern mal wieder senken. Einverstanden. Einverstanden. So, wo ist diese große, fette Armee hin? Ah. Da sind sie. So. Ich würde sagen, wir bauen hier weiter Elite-Einheiten. Die kosten wie viele im Monat? 320. Huiuiuiui. Ach, hier gibt es auch die normalen Legionärsgehorten. Wartet mal. Haben wir nicht sonst immer nur die frühen? Tatsächlich, hier gibt es auch einfach die normale. Die kostet 210. Nahkampf 9, Verteidigung 22. Vergleichen wir mal. Was sind in der Verteidigung stärker? Aber die sind besser. Wow. Jetzt machen wir eine Elite-Einheit noch und danach bauen wir schön davon einige. Hat noch ein bisschen Zeit. Ja, öffentliche Bäder. Das Problem ist, ich werde jetzt wahrscheinlich noch nicht hier mit dem Großteil meiner Armee weg können, oder? Wieso kann ich hier keine römische Kavallerie verbessern? Es ist wieder die Frage, was lässt man zurück? Klar, die eine Bauernarmee. Vielleicht die eine Söldnereinheit hier. Wobei, nee, wenn dann die geschwächten Söldner, weil die kann ich eh nicht groß gebrauchen. Komm, die Bogenschützen lassen wir auch mal. Ah, nee, Sparta ist noch ein bisschen sauer. Korinth. Imperator? So, das reicht perfekt. Nehmen wir das gleich als Verstärkung mit, geht das? Ja, perfekt, perfekt.
Sehr schön. Haben wir eine kleine Armee wieder aufgebaut. Wir rekrutieren hier nochmal Bogenschützen. Wieso nicht? Neues Familienmitglied und Gefolge vergrößert sich. Okay. Flotte bereit. So, da haben wir alles gemacht. Ja, dann steht als nächstes eigentlich die Schlacht gegen die Makedonen wieder aus, denke ich mal. Wir haben leider schon wieder kein Geld, um irgendwas groß zu machen. Euer Ehren. Euer Ehren. Das hört sich an, als würde er mich regelmäßig als Richter anpreisen. Das muss ja jetzt auch nicht gerade sein. So, Patavium, wir könnten noch ein paar Truppen als Verstärkung in den Osten schicken. Dann werden die natürlich schon wieder ein bisschen sauer. Ja, das ist mir klar, aber wir brauchen Truppen. So, und dann werden wir das jetzt machen. Jetzt sind sie natürlich in die Stadt gegangen, die Feiglinge. Sie haben sehr viel Kavallerie dabei. Bereit machen für den Kampf. Beginnt die Belagerung. Belagern wir. Und... so, so langsam schließt sich die Schlinge um die Makedonen zu. Was mich doch sehr begeistert. Euer Ehren. So, Diplomat. Läuft mal weiter und dann gehen wir doch direkt in die nächste Runde. Auf geht's! Die Schlinge zieht sich zu. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, die Makedonen auszulöschen. Ich weiß nicht, was die Gallier hier wollten. Oh, die Griechen sind im Norden gelandet irgendwo. Die haben jetzt eine größere Armee. Wollen die mich doch nochmal angreifen, die Griechen? Das würden sie auf jeden Fall bereuen. Weiß ich nicht, ich weiß gerade nicht, ob ich die Armee einfach besiegen sollte. Hm. Ich würde ja auch gerne einfach schnell Rhodos erobern. Dann wäre das halt nur noch eine Rebellenarmee, die man vernichten muss. Sicherer wäre es natürlich, jetzt die zu vernichten, bevor sie jetzt hier wieder mir Probleme machen. Hier werden auf jeden Fall auch noch Gebäude fleißig gebaut. Wie viele Truppen habe ich hier frei? 3, 4, 5, 6, 7, 8. General, Befehle? Befehle? 4, 5, 6, 7, 8. Ich lasse mal eine Bogenschützeinheit hier und nehme lieber noch die Trinkipes. Weiter. Das ist natürlich Larissa sauer. Schade, Larissa. Ich rekrutiere mal noch eine römische Kavallerie und eine Bogenschützeneinheit. Das reicht nicht, 70%. Die Bauern. Okay, da muss ich eine Armee noch zurücklassen. Das reicht auch nicht. Verdammt. Dann noch eine Einheit Bogenschützen. Jetzt reicht's erstmal. So. Aber wir können uns ja jetzt auch schon mal wegstellen. Wir können dann nachher wiederkommen. Falls sie doch jetzt hier denken, sie müssen uns angreifen. Dann greife ich sie jetzt noch nicht an. Einverstanden. Haben wir jetzt hier noch? Können wir schon angreifen? Einen Moment. Ja, können wir natürlich. Der Tod geht um. Tarentum immer noch. Neues Familienmitglied. Julia und Spanier im Krieg. Okay. Ah, ja, hier kommen noch ein paar weitere Verstärkungstruppen. Stoßt vor! Euer Ehren, Geheimhaltung ist garant. Genau, mit dem gehen wir mal zu den Städten vorwärts. Können wir nicht eigentlich auch noch hier Händler irgendwo rekrutieren? Kaufmann. Kaufmann, hier haben wir schon. Kaufmann. Kaufmann. So, schauen wir mal, ob wir mit denen noch ein bisschen Geld verdienen können, mit den Kaufleuten. Und jetzt greifen wir die makedonische Basis an. Ist das schon wieder sehr eindeutig irgendwie? Oh, oder auch nicht? Oder auch nicht? Hm.
müssen wir es doch selbst spielen, okay. Einverstanden. Der Gegner hat sehr viel Kavallerie, was ein bisschen unangenehm werden wird. Schauen wir mal. Wir haben leider... Haben wir Hopliten bei dieser Armee bei uns dabei? Nee, dafür aber geschwächte Truppen. Eine Söldner-Hoplite könnte ich... Kreta-Bogenschützen. Wisst ihr was? Ich verbinde hier wieder mal die zwei Einheiten. Mit der hier noch. Und wir holen uns die beiden als Verstärkung. Vielleicht reicht es dann auch einfach schon automatisch. Ist der Balken dann deutlich mehr auf unserer Seite? Ja, er ist jetzt noch mehr auf unserer Seite auf jeden Fall. Ich probiere es nochmal aus. Ja, dann ist es ein klarer Sieg tatsächlich. Kein knapper, sondern ein klarer. Und Apollonia freut sich über unsere Rückeroberung nach all der Zeit. Ja, wir besetzen es mal normal. Reparieren fleißig. So. Und die Equites, genau, können wir hier verstärken wieder und selbst noch ein paar Equites rekrutieren. Damit ist unser Geld weg. Imperator. Naja, und die Schlinge zu den Makedonen, die zieht sich immer weiter zu. Was ist eigentlich mit unseren Flotten? Flotte genau, bereit. Dass ich das nicht vergesse. Flotte bereit! Flotte bereit! So. Setzt die Segel! Wir haben aber für Rhodos nicht mehr viel Zeit. Das ist bekannt. Flotte bereit! Jetzt, das schaffen wir sowieso gar nicht. Ja, so, auch wenn wir jetzt aufbrechen, schaffen wir es nicht. Nö, das mit Rhodos schaffen wir leider nicht mehr. Schade. Was hätten wir bekommen? Spiel auf Kosten des Senats. Das wäre natürlich für die öffentliche Ordnung super gewesen. Aber wir können auch nicht alles schaffen und machen. Habe ich nicht hier irgendwo doppelte Truppen aus Versehen rekrutiert? Habe ich hier was notwendig? Na, nee. Nicht unbedingt. Dann werden wir hier mal die Flotte wieder verbessern. Sehr gut. Ah, da können wir nichts bauen. Der Steuersatz ist eigentlich hier schon wieder niedrig. Okay, gehen wir mal in die nächste Runde. Vorwärts. Trenne mich von den Truppen. Was ist denn in Rom los? Eine Seuche in Rom selbst? Oh, hier sind wieder sehr große gallische Armeen. Ja, Thema Waffenstillstand und so, ne? Befehle, Befehle. Oh, Freunde. Oh, Freunde, ich bräuchte dringend Verstärkung hier. Euer Gnaden. So, Kaufmann. Hab ich nicht meinen Diplomaten hier? Euer Ehren. Wie wäre denn ein Bündnis? Geht gar nicht. Ich kann kein Bündnis mit denen machen. Wieso kann ich kein Bündnis mit den Galliern machen? Weil sie mit den Juliern verfeindet sind vermutlich und das sind meine Verbündeten. Ja, richtig. Ich biete euch einen regelmäßigen Tribut über 3 Runden von jeweils 100 Gold an. Ein äußerst großzügiger Vorschlag. Wenn sie mich angreifen, kriegen sie das nicht mehr. So. Euer Ehren. Aber ich habe so das Gefühl, die wollen mich trotzdem angreifen. So, hier müssen wieder Einheiten rekrutiert werden. Fernkämpfer. General, stoßt vor!
Die Seuche ist wieder erledigt, das ist gut. Aber, oh Gott, Segestica hat auch ihre Probleme. Okay, vielleicht sollten wir die Einheiten hier wieder schnell zurückschicken. Bitte? So, wo kann denn der Händler hin? Laut und deutlich. Soll er erstmal dorthin. Imperator? Schicken wir die schon mal nach Westen. Wir brauchen mehr Truppen dort im Westen jetzt schnell. General! Weiter! Ja, das reicht perfekt. Unser Ziel ist auf jeden Fall hier, die Stadt zu verstärken. Da wir uns dann doch wieder... Das war so ein schön langer Waffenstillstand. Mit den Galliern. Wir sind die fortschrittlichste Seite. Hört, hört. Höret, höret und staunet. Das ist noch eine frühe Legionärskohorte. Befehle! Marsch! So, und die Einheit bitte. Marschieren! Oh! Befehle! Stoß! Jetzt kommen die Griechen hier unten wieder hin und zwar wieder mit mehr Truppen langsam. Das ist aber frech von denen. Ich sehe schon, die wollen uns noch angreifen. So, wir haben jetzt recht viele Bogenschützen dabei. Insgesamt dann dadurch sehr viel Fernkämpfer. Aber ich denke, es ist trotzdem eine ausgewogene Armee. Ah, vielleicht kriegen wir das auch selbst gegen die Griechen hin. Ich würde gerne schon jetzt gegen die Makedonen marschieren. So, schauen wir doch jetzt mal. Laufen. Oh, da ist schon. Das sind schon sehr viele Armeen. Geheimhaltung ist garantiert. Aber das sind alles Miliztruppen, Freunde. Das sind alles Miliztruppen. Wobei, hier ist eine makedonische Kavallerie. Und was ist denn hier los? Wo kommt denn die auf einmal her? Wir haben jetzt hier leider ja noch einige geschwächte Einheiten in Apollonia stehen. Aber sind das auch hier schwächere Truppen? Ja, Milizen wieder. Die müssen wir doch dann eigentlich auch nochmal besiegt bekommen, oder? Nehmen wir mal unsere gesamte Armee. Außer eine Einheit. Die da nicht. 13 Truppen. Bringt mir nicht sehr viel. Gibt es hier Söldner? Ja, eine Einheit. Dann könnten wir vielleicht zwei Truppen verbinden. Vielleicht die beiden hier. Holen uns noch die Peltasten. Oh, das ist doch sehr eindeutig. Ich wollte es eigentlich jetzt ausspielen. Für euch mal wieder, aber das ist doch zu eindeutig. So, Apollonia ist es nicht mehr so begeistert. Ah, jetzt aber doch wieder. Naja, dann. Werden jetzt wohl zwei Armeen Richtung Makedonen marschieren. Sehr schön. So, hier bräuchten wir mal wieder eine Kavallerie, die wir rekrutieren. Hier unten darf ich nicht vergessen, dass ich einfach klassisch Legionärskohorten rekrutiere. Ein paar Fernkämpfer, Bogenschützen wäre natürlich am besten. Machen wir mal eine leichte Hilfstruppe hier noch. So. Was ist eigentlich mit meiner Flotte? Flotte bereit! Genau, die ist ready mit 4 Biremen. Das ist natürlich nicht so stark. Bis jetzt kam ich nicht dazu, eine Trierere zu machen. Aber ich bräuchte dann auch eine Armee, mit der ich nach Rhodos kann. Vielleicht, wenn ich hier eine Armee zusammenbaue. Aber erst müsste diese Gefahr mit den Griechen weg sein. Ich baue noch eine Pireme hier, glaube ich. Bauen wir mal hier den Tempel des Merkur. General. So, wir marschieren nach Norden und jetzt werden sie uns in der nächsten Runde angreifen. Wahrscheinlich Griechen und Gallier. Und in Rom gibt es wirklich eine Seuche. Die Römer haben wahrscheinlich... Wo sind eigentlich sonst... Es gibt keine anderen Senatstruppen mehr.
Ist ja auch beeindruckend. Jetzt schauen wir übrigens mal, aktueller Status. Oh ja. Die Mehrzahl im Senat hat eine gute Meinung von euren Taten. Noch einige Senatoren fragen sich, ob eure Handlungen vielleicht von einem eurem Bedürfnis nach persönlichem Ruhm angestrebt werden. Das folgt. Eure Beliebtheit bei den Plebejern könnte besser sein, aber wenigstens werfen sie euch nicht mit Steinen oder Schimpfwörtern zu. Ich meine, wir sind Pontifex, wir haben fast alle wichtigen Ämter inne tatsächlich. Amulius der Sieger ist unser Konsul Roms. Ich würde schon sagen, dass wir sehr gut sind. Ja, die Skipionen haben so ein paar Punkte über uns, leider. Wobei wir zuletzt gute Sprünge gemacht haben. Aber die Skipionen kämpfen hier auch noch fleißig gegen die Karthager. Ist gut, weil dann halten sie uns von den Karthagern fern. So, wir gehen nochmal in die nächste Runde und jetzt schauen wir mal, welche Angriffe es wie gibt. Oh, das ist eine knappere Schlacht. Da haben wir leider keine Verstärkung. Das ist unsere geschwächte Armee. Das ist doch jetzt eine andere Armee, oder? Es ist leider sehr viel Kavallerie, was äußerst unangenehm ist. Vor allem diese makedonische Kavallerie, weil wir da nichts dagegen haben werden. Die müssen wir spielen, die Schlacht, glaube ich. Machen wir mal hier eine zweite. So. Sehr schade, dass man da jetzt nicht mit der anderen Armee kommen kann. Da, die ist nicht weit weg, meine starke Armee hier. Das ist diese große Armee jetzt hier von Thessaloniki, die da kommt. Aber okay. Der Feind hat halt viel mehr Truppen. Angeblich sind wir überlegen. Komm, das wird gespielt, dass ihr nochmal wieder eine Schlacht seht, Freunde. Ein Zusammenstoß auf sie kann den ganzen Tag verderben. Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist korrekt. Den ganzen Tag kann das verderben, Freunde. Aber ein Zusammenstoß auf Land kann auch den Tag verderben. Mein Körper ist mit Wunden übersät, die ich in ehrenhaften Kämpfen davongetragen habe. Ich bin vielen mit Wunden in ehrenhaften Kämpfen. Oh Gott, Alter, wir haben richtig schwache Truppenzahlen hier. Und vor allem ist hier noch so ein Hügel, den ich eigentlich gerne hätte. Und wir sind noch die Verteidiger. Pass auf, also. Nehmen wir mal unsere ganzen Nahkämpfer erstmal. Mein Plan ist es jetzt schnell da hochzulaufen. Hier geht natürlich aus der Phalanx raus. Das sind unsere Fernkämpfer. Richtig. Oh, da fehlen noch die Bogenschützen. Männer von Kreta. So. Mein General darf es natürlich nicht erwischen, das ist so. Aber den werden wir noch einsetzen müssen. Unsere Kavallerie ist auch noch nicht stark, sage ich jetzt mal. Nicht sehr stark. So, das sind sie schon. Das ist leider nicht sehr weit weg. Ich würde gern schon diesen Hügel irgendwie für uns ein wenig in Anspruch nehmen wollen, wenn wir das hinbekommen. Da müssen wir uns aber den schon sehr annähern, ne? Schauen wir mal. Legionärskohorte! Bewegung, Bewegung! Schleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Wollen die jetzt mit der Kavallerie uns schon angreifen? Einheiten! Ich habe das Gefühl, das wollen sie. Legionärskohorte! Einheiten! Leichte Hilfstruppen. Ja, da werfen wir schon auf sie. Einheiten! Söldner, Peltasten! Legionär! Attacke! Politische Söldner! Phalanx bilden! Beeilung! Schnell Attacke! Okay, okay, rein da! Leichte Hilfstruppen! Echt viel Kavallerie, das beunruhigt mich. Einheiten!
Greif an! Okay, General. Hier mithelfen, bitte. Oh, die fliehen schon, das ist gut. Römische Kavallerie, greift, tötet sie! Deren Moral ist scheinbar nicht die beste. Lasst die Hölle los! Söldner Peters! Kohan, lasst die Hölle los! Ah, ich hab vergessen, das hier zu machen. So, hier hin. Leichte Hilfe! Leichte Hilfe! Halt! Bogenschützen! Vorwärts! Zieht euch mal hier zurück. Bildet wieder hier in der Linie, bitte. Leichte Lanzenreiter, die müssen bitte angegriffen werden. Das macht mein General, glaube ich, ganz gut. Das Gute ist, wir konnten gerade die Kavallerie ausschalten, bevor es eigentlich zum richtigen Kampf kam. Was sehr gut ist, tatsächlich. Hey, 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 wo laufen die hin? Stopp, stopp, stopp. Bitte mal wieder hier eine ordentliche Aufstellung machen. So. Stellt ihr euch hier auf? Söldner Hopliten. Kreta-Bogen. Rennt! Hoplitische Söldner. So, schauen wir uns in die Falle laufen. Meine Phalanx steht schon bereit. Oh, meine Kavallerie ist mal wieder dumm. Leichte Hilfstruppen. Ja, wenn man da nicht aufpasst, Freunde, das geht ganz schnell nach hinten los, Alter. Ja, die rennen schön da rein. So wie ich es mir gehofft hatte. Die Hopliten machen gute Arbeit. Ja, meine Kavallerie geht hier drauf. Ich kann ihn nicht mehr retten. Och, nö. Komm, flieht einfach. Wieso sind die da reingerannt? Das war so unnötiges Sterben unserer Kavallerie. Dann haben wir noch eine Kavallerie erwischt. So. Ja, die stehen alle wieder bereit. Überwischt mal bitte den General. Die haben schon wieder ihre ganze Munition verschossen oder was? Ist nicht so gut, weil jetzt kommt er die wirkliche Bewährungsprobe gleich. Beeilung! Lass die Halle los! Beeilung! Okay, wir brauchen jetzt dringend hier die Truppen. Schnell! Ich hoffe, mein General schafft das hier gegen die Lanzen weiter. Leichte Hilfstruppen! Der ist in der Regel stark. Leichte Hilfstruppen! Einheit! Fernkämpfer! Angriff! Seltener Peltasten! Greift an! Die Lyrik greift an! Mal, wir gehen mal hier kurz raus. Lass die Hölle los! Ah, die fliehen hier schon wieder. Zurück, zurück, zurück. Genau, hilft mal hier mit. Ah, die fliehen auch, perfekt. Söldner, Hopliten, schnell! Gucken wir mal bitte hier wieder weiter vor. Los, los! Legionäre! Legionärskohorte! Einheiten, schnell, schnell! Wie erledigt die hier? Attacke! Hier sind noch Leibwachen des Generals, die können wir erwischen. Wir haben den stärkeren General aktuell hier. Leichte Hilfstruppen! Attacke! Hoplitische Söldner! Einheiten! Hoplitisch! Greif schnell! So. Vorwärts! Bewegung! Jetzt bilden wir gleich wieder eine Phalanx. Phalanx bilden! Greif schnell an!
So, mit der Phalanx. Suchen wir unser Bestes hier. Oh ne, hier haben sich wieder welche gebildet. Okay, hier vorrücken. Wie dieser General da? Über die Schlachtfeldkarte fast. Scheint so, ich könnte den General woanders gebrauchen. Komm. Ich schicke ihn zurück. Zum Glück hält unsere Moral gerade sehr gut. Genau, hier Angriff. Ah, perfekt, die fliehen. Hier, kommt mal bitte hier mit. Greift die an. Ah, perfekt. Die fliehen auch schon wieder. Da unten ist der General immer noch von denen. Das sieht doch gut aus. Wir werden jetzt hier mal umstellen. Das ist hier der Plan wenigstens. Fliehende Einheiten erwischen. So, schön in den Rücken hier rein. Der General erledigt hier bitte alle. Feldtasten hier. Greifen wir nochmal an. Ah, da schau mal, da kommt doch der gegnerische General. So. Greifen wir auch gleich nochmal an. So, da muss ich jetzt aber mit dem General hinterher. Ärgerlich, dass ich meine zwei Kavalleristen verloren habe, sonst wäre das ein noch großartigerer Sieg gewesen. So, wo ist mein General? Der General kann leider jetzt fliehen hier, der gegnerische. Schade. Der Feind zeigt sein wahres Gesicht. Das sind keine Soldaten, sondern Hasenfüße, die vor unseren Männern davonlaufen. So ist es. Es ist, glaube ich, nur noch der eine Mann übrig, der flieht. Den Rest haben wir schon geholt. Der letzte Makedone. Und tot. Dies ist ein heroischer Sieg. Ja, wir haben nur 233 Truppen verloren und 1174 Feinde umgebracht. Das war ein heroischer Sieg. Das sehe ich auch so. Welch großer Triumph. Und dieser Sieg öffnet uns die Tore Richtung der restlichen Gebiete der Makedonen. So viel zum großen makedonischen Imperium. Wir haben sie sehr geschwächt und vernichtet. So, jetzt kommen die Gallier, aber sie greifen uns scheinbar nicht an in Mediolanum, die Gallier. Okay. Sehr schön. So, Hafenblockade in Rhodos. Wir haben wieder eine Hafenblockade in Rhodos bekommen als Auftrag. Okay. Wie gesagt, jetzt sind hier die Makedonen geschwächt. Hier ist nur noch eine große Armee. Kriegen wir dann hin. So, was ist mit den Galliern? Die hatten noch hier eine riesen Armee stehen. Sie sind wieder weggelaufen. Die haben nicht den Waffenstillstand gebrochen. Ich bin begeistert. Poppaea ist gestorben, leider. Gut. Alle Details, die jetzt noch wichtig sind, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ein großer Sieg über die Makedonen, den feiern wir. Die Griechen haben uns jetzt auch noch nicht angegriffen. Wenn es gut läuft, können wir Thessaloniki, ich glaube, das ist die Hauptstadt, ja, die Hauptstadt der Makedonen erobern. Danach Bylazora. Und ich glaube, mehr haben die Makedonen nicht. Danach sind da schon Rebellenstädte überall. Wir sind auf dem Vormarsch, meine Freunde. Bis zur nächsten Folge. Lasst ein Like da. Euer Gaius Julius Caesar.